Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und ja, natürlich als allererstes vielen, vielen Dank für euren gestrigen Support im Stream. Absolut nice, hat Laune gemacht. Ist ein kleiner Community-Stream, bisschen 1 gegen 1 gemacht. Den nächsten Stream gibt es auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag. Dann ist es ja auch schon der letzte FIFA Mobile Stream. Der letzte FIFA Mobile Stream, dann werden wir nochmal ein bisschen was machen, nochmal ein bisschen abschließen, Fazit ziehen, nochmal hier ein bisschen 1 gegen 1 Teams werten. Ich würde gerne so ein Event-Ranking machen. Also da ist dann auch nochmal einiges mit am Start. Könnt ihr gerne auch mit dabei sein. Und darauf, die Woche drauf, gibt es ja dann am Dienstag zum Release. Oder wenn es einen genauen Zeitpunkt gibt, dann werde ich da nochmal genauer sagen. Aber Stand jetzt werde ich zum Release streamen. Also am Dienstag oder Montag, kommt dann wie gesagt drauf an. Wenn dann nochmal was Offizielles kommt, wann und wie viel Uhr das kommt, dann kriegt ihr da auf jeden Fall nochmal die genauen Informationen. Aber so wisst ihr schon mal Bescheid, okay, da wird ein Stream auch stattfinden am Release Day. Und da habe ich richtig Bock, Alter. Ich habe so Bock auf EAFC, ne? Ah, es wird geil. Es wird geil, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir haben ja jetzt hier geheime Neuverpflichtungen, Freunde. Da habe ich jetzt hier eine ganz nice Info. Und zwar soll hier als nächstes ein Pionierspieler kommen, und zwar Grealish. Ich blende euch jetzt mal hier das Bild ein. Das hat FM Zone Official auf Instagram veröffentlicht, dass es wohl offiziell sein soll, dass hier ein Pionierspieler hinkommen soll, und zwar Grealish, was ich sehr cool finde. 115er Grealish finde ich persönlich sehr geil. Das Problem ist, ich habe halt linker Flügel schon Pires. Ich werde dann wahrscheinlich den halt auf den rechten Flügel spielen. Ist dann so. Aber trotzdem finde ich es ziemlich cool, dass EA da ein gratis Pionierspieler noch mit einbaut. Finde ich sehr, sehr nice. Könnt ihr mal jetzt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Aber ich finde es sehr geil. Ein gratis Pionier für jeden. Ich meine, der letzte war ja Moukoko. Das war ja der letzte gratis Pionierspieler. Genau, und jetzt mit Grealish den zweiten, ist doch auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Kann man auf jeden Fall mal so machen. Warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier ganz fix rein in die Skillspiele. Da ist ja auch schon der Grealish abgebildet. Genau dieser Grealish wird es sein. Ja, freue ich mich drauf. Dann habe ich insgesamt 5 Pioniere. Das ist nicht schlecht. Mal gucken, vielleicht kommt der da ein oder andere noch hinzu. Ich meine, ich werde nochmal den einen oder anderen Umtausch öffnen, ne? So wird es ja sein. Ich werde mal den einen oder anderen Umtausch öffnen und da wird hoffentlich noch mal was Nices mit am Start sein. Hoffentlich, ne? Hoffentlich. genau. So, nochmal hier das Skillspiel. Das wunderbare Skillspiel. Einmal hier, zack, und dann kabum. Jawohl, easy, One-Shot. So muss das. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal 461 Punkte. Boah, ich weiß nicht, schaffe ich das noch? Ich hätte eigentlich Bock nochmal auf 118 bis 120 Umtausch, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das von den Punkten her noch schaffe. Deswegen ist es so ein Ding, ne? Es ist so eine Sache. Noch einmal rumüberlegen. Ich meine, ich kann hier noch einmal Meilensteine spielen. Das sind nochmal 300, hätte ich 700 auf jeden Fall. Dann mit täglichen Spielen, Quest, die Stars. Könnte ich noch packen, aber das ist mir alles zu kurzfristig, glaube ich. Das ist mir alles so kurzfristig, weil ich meine, FM endet ja dann auch. Und dann nochmal hier ein Umtausch. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja zwei schon geöffnet, das ist ja eigentlich schon ziemlich gut. Ja gut, 8000 Vereinspunkte werde ich jetzt nicht ansparen, aber ja. Ich glaube, ich mache es nicht. Nee, ich habe schon genug von denen geöffnet. Ich lasse es jetzt erstmal so. Wir können aber das Gratis-Pack öffnen. Oder habe ich das schon geöffnet? Ne, habe ich noch nicht geöffnet. Jawohl, Gratis-Pack ist am Stiel. Sehr gut. Dann können wir nochmal reingehen in die Quest. Morgen, Freunde, ich will euch kurz zeigen. Morgen könnt ihr euch darauf freuen, weil morgen gibt es diesen Umtausch. Morgen gibt es diesen wunderbaren Umtausch hier. Jawohl, 116 bis 117. Da könnt ihr euch darauf freuen. Gibt es den nächsten. Und ich hoffe, wir ziehen was Cooles. Ich hoffe, wir ziehen Pionier. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Da heißt, könnt ihr euch mal darauf freuen. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Und dann gibt es ja auch noch hier, stimmt, das darf ich auch nicht vergessen. Dann können wir hier geheime Neuverpflichtungen uns auch noch mal was abholen. Das machen wir dann aber auch in einem anderen Video. Da können wir uns dann hier den 116er auch abholen, der ja auch noch mal vielleicht ein bisschen wichtig sein könnte. Ich meine, wenn ich einen Rüdiger ziehen sollte, würde ich einen Rüdiger spielen. So, an sich. Den Rest, ja gut, den Rest würde ich einfach in den 116er Umtausch hauen. Ich meine, wie viele Punkte kriegt man dafür? 116 untauschbar? Oh, das sind 100. Das sind 150. Das ist gut.
Das ist wirklich gut. Also, ich wäre gar nicht mal so gebrochen, wenn ich da jetzt keinen coolen Spieler ziehen sollte. Also, ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier rein in diese Packs. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch öffnen muss, bis ich einen garantierten jetzt habe. Das habe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt mir nicht gemerkt. Aber, ja, mal gucken. Wir öffnen einfach mal. Wir öffnen einfach mal. Vielleicht ist ja ein Walkout dabei. Ich weiß nicht. Mal schauen. Erstes Pack, keine Walkout und ein 110er Sesko. Okay, zweites Pack. Zweites Pack hier. Komm schon. Mach jetzt keine Faxen. Sie machen Faxen und wir ziehen einen 109er Arda Güler gezogen. Ja, moin. Drittes Pack. Und kein Walkie. Und wir ziehen 110er Wood. Viertes Pack. Come on. Gönn jetzt. Kein Walkout, kein Walkie und ein 109er Kaye. Fünftes Pack. Come on. Gönn jetzt. Ja, okay, jetzt habe ich zu viel schnell gedrückt. Gondo 108, wieder Schmutz. Komm jetzt, EA, mach doch nicht diesen. Gönn jetzt. Ach, okay, gut. Ich sage 109er Schau, Petro. Letztes Pack. Kann EA sich nochmal beweisen? Oder auch nicht. Perfekt. Das war's komplett. Wieder 109 Joao Pedro. Ach komm, leck mich doch. Aber ich kann die doch wenigstens jetzt hier nochmal umtauschen zu Coins, oder? War das nicht hier? Ah ja, einen kann ich machen. Da kriege ich mindestens 11 Millionen. Ja, so wird es auch sein. Jawohl, warum auch nicht mehr? Huch. Gehen hier die anderen rein? Ja, ne? Tauschbar. Die sind doch tauschbar. Ich habe doch 109 hier so gezogen. Bin ich jetzt lost? Warte mal, oder sind die nicht tauschbar? Natürlich, die müssen doch... Ach, die sind nicht tauschbar. Achso, gut, ich habe nichts gesagt. So. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, dass die tauschbar sind. Ja gut. Kann ich denn hier noch was reinhauen? Jawohl. 110 kann ich ja nicht... Ne, 110 kann ich nicht bei den anderen reinhauen, von daher. Oder warte, jetzt will ich nur mal kurz gucken. Jetzt will ich mir nur mal schnell sicher gehen. Ja, war richtig. So, dann machen wir jetzt hier nochmal ein paar Coins. Machen wir jetzt hier nochmal auf ganz locker flocker ein paar Coins. Ich hoffe, dass wir mal ein bisschen mehr ziehen. Okay, komm, gönn mal jetzt. Okay, wieder nicht. EA will nicht. Ne, sie wollen nicht. Sie wollen mir nicht gönnen. Gibt's halt das hier noch, aber... Ja, jo, okay, wie viel habe ich denn hier noch? Ja, aber das mache ich privat. Das war ich hier, weil die Safe nur 800k sind. Ja, das mache ich privat, Freunde. Deswegen würde ich sagen, so zumindest mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao.